Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit René. Hallihallo. Und der Jimmy. Und wir spielen Obscure 2. Oh mein Gott, da wird schon fast ein Teaser eingeblendet, passend dazu. Ja, ihr seht, es ist nicht mehr das neueste, auch nicht das bestgealtertste Spiel, was es gibt. Nee, das stimmt, hier sieht man das gerade sehr gut. Ja, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus, weil wir da irgendwie Bock drauf hatten. Ich habe überlegt, ob wir es im Stream spielen oder auf dem Kanal und schlussendlich mich gegen den Stream entschieden, weil es ja dann doch echt ein Nischenprodukt ist und vielleicht nicht jeden interessiert, ne? Worum es in dieser Geschichte geht bei Obscure 2, das sehen wir gleich im Start. Da gibt es eine kurze Einleitung und ja, ihr seht ja selbst, es ist so ein bisschen auf Horror getrimmt. Genau. Ein Teenie-Slasher und auch nicht mehr. Eventuell kennt man noch den ersten Teil, der kam für Xbox, PlayStation 2, PC und irgendwie sonst allem, was eine Steckdose hatte. Ja. Und ist ein typischer Teenie-Slasher. Kann man wir so sagen. Wir fangen auf dem Campus an. Und ich würde sagen, bitte starte ein neues Spiel, denn du bist Player 1. Na klar, zwei Spieler und los geht's. Jo. Auch sehr schöne Hinweis. Du kannst gerne noch A drücken. Sie starten das Spiel im Zwei-Spieler-Modus. Ja. Oh mein Gott. Ich nehme mal eben die Maus aus dem. Genau. I always thought that urban legends were fairy tales. But 2 years ago, I attended Leafmore High, an old and respected educational institution that was run by the Friedman brothers, Leonard and Herbert. Twin brothers that had specialized in experimental botany. Life was beautiful then, and I remember so many good times with my friends Ashley, Josh, Kenny, and Shannon, until Herbert Friedman decided to use the students as guinea pigs for an experiment that would save the life of his diseased brother Leonard. All of us were infected with mutated spores that Friedman released into the air. To survive, we had to kill our teachers. After that night, I did a lot of bad stuff and ended up in prison. But I served my time without protesting. I'm out now. And I just want to forget about Leafmore and everything that happened there. Okay. Sind da viele Übersetzungsfehler drin? Ja, aber hallo. Endigte, das heißt endete. Endigte. Im ersten Satz fehlt ein Artikel. Und egal, jetzt haben wir erstmal diese typische Teenie-Slasher-Musik. Und da ist der Campus, sieht aus wie das Hogwarts. Fängt ja gut an. Fehler ohne Ende schon in der Einleitung. Deswegen liest halt nur die Untertitel, wenn du sie auch wirklich brauchst und verzichte ansonsten darauf. Nee, aber mein guck mal, ne, oh oh, da ist so eine Blume jetzt und geht jetzt gerade in die Weinflasche, ja? We have to get a move on, May. We're gonna miss the drinks at Sven's. Okay, I'm coming with you. Oh, das ist unsere erste Mission. Trash ist vorprogrammiert. Also, ich bin die Chixie hier du links. Bist das, ne? Hippe Girlie, diese das hippe Girlie. Alte Crackbraut ich weiß hier. Nicht richtig, wie man sich einen Gürtel anlegt, aber Hauptsache, sieht cool und hip aus. Und sieht aus, als würdest du Crack rauchen und dich über den Campus vögeln. Ich hab ein Tattoo. Ich hab ein Tattoo. Notenstempel. Nee, das ist. Nein, das ist falsch. Der Notenstempel ist über dem Hintern. Oh, man kann durch das Fenster den Garten des Campus sehen. Und warum können wir nicht schauen? Hm? Ja, aber man kann man sagen, du kannst aber auch nur schauen, dass das ist. Das ist nur eine Tatsache. Genau. Na gut, wir gehen mal raus und müssen auf die Flur. Ich glaube, hier finden wir nichts. Ich glaube nicht, dass wir Patronen, Munition oder irgendwas hier auf unserem Zimmer haben. Ich glaube auch nicht. Kannst du denn wissen, Türen öffnen oder ist das hier alles Player 1? Ne, ah, nee. Das kann ich auch. Okay. Okay, das ist die Campusflur. Oh, da streiten sich zwei. Kannst du mit dem rechten Stick die Kamera neigen oder kann auch nur ich das? Das kannst du. Nee, ich kann es auch. Ich mache das auch gerade. Achso. Okay. Ja, das ist ja praktisch. Da können wir uns das ja gegenseitig immer wieder anpassen und uns da reinfuchteln. Zu verkaufen. LTD war Wagon Modell 1975. Irgendwann, okay, ist ja auch geil. Verkauft ein Auto. Ja, ein Wagen. Oh, können wir was trinken? Schauen. Ich liebe diesen Wasserspender. Ich trinke immer daraus, wenn ich durstig bin. Wow. Dann kannst du nur schauen, nichts machen. Krass. Okay, wir können mit ihm sprechen. Wollen wir gleich ihn ansprechen, oder? Oh, er ist ganz schön mad. Er ist einfach nur rumragen und jetzt sagt er schon nichts mehr. Okay, ich kann auch nur schauen. So, der Bathroom. Okay, hier ist ein. I can't remember, I was drunk. Das ist schon mal gut. Oh, guck mal, apropos drunk, hier haben wir Bierdosen gestapelt. Muss Bierdosen ist sein, das Rockstar? Ja. Können auch Energy Drinks sein, aber ich glaube, da Pyramide aus verschiedenen Bierdosen. Ja. Schick, und sowas steht hier einfach mal auf dem Campus herum. Okay. Die haben Spaß auf dem Campus. Kommst du mal mit? Dazu dieser. Können wir die Türen öffnen? Teenie College High School Film Rock Riffs. Oh,
ich sollte nicht einfach so fremde Zimmer. Oh, das macht überhaupt keinen Sinn. Dort ist niemand. Okay. Ah, okay. Schade. Hier können das, das wissen auch sie auch öffnen. Vorher, dass da niemand ist. Durch die verschlossene Tür durch. Naja, was soll's. Kurze Information zu diesem Let's Play. Wir werden höchstwahrscheinlich keine Abmoderation machen, sondern durchspielen in der ersten Session. Sollte also ein Cut irgendwann zwischenzeitlich stattfinden, dann setzen wir genau an der Stelle in der nächsten Folge weiter an. Von daher nicht wundern, bitte, wenn da keine Verabschiedung kommt oder ähnliches. Genau. So, was haben wir da? Delta, Theta, Gamma. Nicht Beta, sondern Theta, ja. Ja. Ein großes Rockkonzert im Lincoln-Stadion. Freier Eintritt, kostenlose Drinks. Stell dir mal vor, du darfst ins Lincoln-Stadion gehen, um da irgendwie den Campus-Fete zu feiern. Die hauen dir ja auch schon hier in 5 Minuten dieses College-Klischee ins Gesicht, ne? Das ist unglaublich. Hier, kein Parken und so. Aber ganz schön dreckig, ne? Der Boden sieht nicht so gut aus. Wir müssen das jetzt gerade genießen, weil wer weiß, wie lange es so gut bleibt, ne? So ruhig. Ja, es kann nur besser werden, ne? Warum sind wir eigentlich zusammen in einem Zimmer, wir beide? Sind nicht eigentlich immer Männer und Frauen auf dem Campus voneinander getrennt, so ein bisschen? Weiß nicht, ich musste jetzt an dieser Stelle gestehen, dass ich nie in den USA auf dem College gewesen bin. Hm. Okay, wir hätten, glaube ich, wirklich... Wir haben, okay, da kann man nicht durch. Ja, ich glaube, wir müssen da hinten jemanden ansprechen. Nee, hier rechts ist eine Tür, die aufgehen wird. Waren die wird, denn gerade eben schon da? Hallo, jetzt bei... Sorry, but I'm already spoken for. Alter, belästige sie mal nicht, Junge. Ich glaube, du hast ihn belästigt. Hey, dude, go stare at somebody. How about coming to my bedroom? I've got some Barry White and vodka. Waterbed? Hier, die ist schon rollig. Das ist ein Wasserbett. Okay, Wasserbetten sind damals 2007 der letzte Schrei gewesen. Aus dem Jahr ist nämlich das Spiel. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen müssen wir durch. Genau. Ja, wir werden schon die richtige... Oh, okay. Na, nee, da kommen wir gerade her. Was, warte mal. Zurück. Also die Kameraführung, das ist ja... Zu uns? Ach nee, da war nur ein Zimmer. Okay. Na gut, ich wollte doch sagen, hier ist doch bestimmt irgendwas, wo wir hin müssen. Hier ist was. Gibt es denn sowas wie ein Select-Bildschirm oder irgendwie weiter in der Story? Ich wollte gerade gucken, ob sowas wie ein Menü mit Zielangabe oder sonst wie was gibt. Warte mal, ich dachte, kann man glaube ich switchen, oder? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, wenn du eine dritte Person dabei hast, kannst du auf die switchen. Was ist mit dem Typen hier? Also, der ist grumpy. Ja, aber der steht vorm Ausgang. Ha. Ja, dann... So viele Türen sehen nicht mehr über. Ist jetzt nicht so, dass wir hier wild interagieren können. Wollen wir eigentlich nur Wein haben, ne? Und dafür sollen wir jetzt in den Bathroom gehen? Okay. Oh. Das ist ja verschrobene Kamerasicht hier. Ja, Fußpilz. Das kann so laut reden. Guck mal, ich bin zu fett für die Toilette. Hier, die Tür geht nicht zu, wenn ich da rein will. Ja, ist jetzt blöd. Wollen wir uns jetzt auf der Toilette aufhalten oder auch nicht zu? Nö, ich bin gerne auf der Toilette. Suchen wir eigentlich irgendwas Bestimmtes? Ich wette, wir brauchen die ganzen Räume hier später noch. Also ich gehe mit dir auf Toilette. Ich lass dir nicht raus. Mach die Tür zu. Ey, du kannst mich ja wirklich richtig blocken. Ja. Okay. Oh, kannst Wasser an aufdrehen. Oh, du siehst in meinen Kopf. Schau. Komm, feier mit uns heute Abend im Raum 200. Okay, wir müssen, glaube ich, in Raum 200, wenn ich das richtig verstehe. Meinst du, wir müssen auf die Party? Ich glaube, also... Zwar haben die gerade von Wein gefaselt. Warte mal. Und der Wein, der stand, wo stand der in der Klipsin? Es ist auf jeden Fall, er stand auf dem Tisch. Und auf dem Tisch lag auch die Blume direkt daneben. Okay. Die Blume ist ja so, weißt du, schön sichtbar auf diese Weinflasche. Wir suchen mal eben den Raum 200. Diese Kameraführung machen wir schon kirre. Die ist 208 bis 203. Dann müssen wir wahrscheinlich doch dein Wurfrad herkommen. Naja. Du kannst hier die Kamera. Hier sind keine. 202? Was ist das? Können wir sowieso nicht öffnen. Da können wir durch. Da kamen wir doch her. Oh, Verzeihung. Ja, die Kameraführung hier ist dann hier den Gang runter, genau. 201. Die ist 201, dann muss das so hier 200 sein. Ha! Ah. Come in! Yeah! Party! It'll melt your nostrils. Was ist das denn? Wow, what's in there? Everyone on campus has been making tea with this flower for a month. It's time we tried it. Hey neighbors. Hey. Kenny, was fehlt jetzt, was Blink 182 läuft oder so? Over here now. See y'all at the party. Weird family.
Do you think they'll let us into the Delta Theta Gamma Party? Lässt das Hupen hängen, it's really oder? Exclusive. If you're with me, it won't be an issue. Okay, die rauchen kein Gras, die schnüffeln Tee. Teeblumen. Okay, geil. Crap. Jetzt sind wir auf dem Trip, oder? Ist unser Horrorspieltrip schlussendlich nur Hallus, weil wir Tee schnüffeln? Frage, da links blinkt was? Ja, ich guck gerade nur, wie weit ich an den Rand kann, aber ich hier wette, gibt's sehr schnell unsichtbare Mauern. Finden. Okay, ein roter Baseballschläger. Kann ich irgendwie mit dem schlagen? Ups, Verzeihung. May? May, what's going on? Ach, da bist du. Ich glaube, du kannst es schlagen, wenn es auch wirklich zum Einsatz kommt, da wackelt was. Okay, okay. Ich find voll geil. Oh Gott, das macht komische Geräusche. Moment. Vielleicht liegt hier auch noch was für mich. Moment. Kann ich mich jetzt wieder... Alter, ich fühle mich so in Resident Evil gerade versetzt. Ich wollte sagen, da durftest du auch nichts machen. Boah, warte mal, sag mal kurz leise. Aber die Soundkulisse ist gut für das damalige Setting. Also, das ist schon nicht schlecht. War auch schon alles besser. Also wir reden hier von einem Spiel von 2010, nicht irgendwie von 1998. Also kannst es kaputt schlagen vielleicht? Ja. Ach, das ist wahrscheinlich so eine Art Trainingspuppen, ja. Nein, ich muss extra... Ich kann nicht direkt schlagen, ich muss erst den so anspannen, um dann schlagen zu können. Wow, du hast mich gehauen! Ah, ich kann dich verprügeln. Okay, nein, komm her! Hör auf! Hör auf! Nein! Nein, hör auf! Okay. Wer schreit denn da? This is freaking me out. Weiß ich nicht. We'll have to go through the cemetery. Wieso müssen wir denn jetzt zum Friedhof? Keine Ahnung, das ist der weirdeste Teetrip, den ich hier erlebt habe. Da, Alter, rechts da läuft irgendwas. Und der hat irgendwas. Der hat eine Leiche. Du musst sie hier kaputt schlagen. Hier. Ja, die zappeln hier aber nur. Hier geht ja nichts kaputt wieder. Ach doch, man muss nur x-mal da drauf hauen. Ja. Ja, die halten halt ein bisschen was aus, ne? Ja, die haben keine Live-Bars und nichts. Die haben irgendwas. Was war das denn für ein kranker Typ? Okay, ich geh zuerst nach unten. Das ist gut, die Unbewaffnete zuerst. Du bist ja bei mir. Come on, you jerk. Let her go, you're gonna deal with me. Okay, du hast wieder die Taschenlampe. Ach nee, ich habe auch eine. Ja, vielleicht finde ich ja auch noch was, womit ich mich verteidigen kann. Kann man die Taschenlampe neigen irgendwie? Nee, kann man nicht. Wir joggen so geil. Something's coming. Can you feel it? Was ist das denn gewesen? Ein Trip? Ich sag ein ganz weirder Tee-Trip. Das haben so ein bisschen von 4 geklaut, ne? Jetzt wird das kleine 4? Mädchen am Ende des Ganges noch und dann... Jetzt müssen wir mal kurz ab... jetzt müssen wir mal ganz kurz zurückdenken. Ist 4-1? Wann kam denn 4-1 heraus? 6 Jahre hier vor. Echt jetzt? So alt ist 4? Ja, 4 hat inzwischen 3 Teile, die sind jetzt nicht nach... Ja, ich weiß, aber... Das ist schon ein paar Jahre her. Oh, was ist denn? Ich glaube, es soll gut sein, dass die Wand langläuft. Ich glaube, die musst du verkloppen. Was? Wo ist meine bessere Hälfte? Ne, mit den Puppen hier kann ich nichts. Aua! Ich kann nur dich verprügeln. Bist du verrückt? Du hast eh keine Live-Bar. Ich glaube, ich könnte dich endlos verprügeln. Ist mir doch egal. Okay. War ein schlechter Cut. Ich höre was? Okay, wir laufen jetzt einfach mal ein Stück geradeaus. Oh Gott, der kommt ja hinter uns. Nee, vor uns. Ja, dann lauf doch nicht zurück. Warum? Ich bleib nur in deiner. Ich bin doch voll hier. Okay. Nein, Corey, du warst so. Was? Warum sind denn die alle so psycho? Wir haben doch auch den Tee geraucht, genau wie die. ist das eine Riesenspore? Guck mal, plötzlich habe ich ein Gewehr. Es macht absolut alles null Sinn. Ich habe eine Waffe. Wie siehst du denn an? Du drückst. Du bist eher PlayStation-Spielerin. Das Äquivalent zu L1. Ah, ja. Und dann R1 zum Agieren, quasi. Hiermit schieße ich nicht. Ne, doch hiermit. Ne, mit dem vorderen. Mit dem vorderen? Genau. Wow. Ja, ganz weird. Kann man aber auch umstellen. Was fragt mal eben? What are you saying, Amy? Hier, da haben wir unsere Teeblume. Das ist unser erster Gegner, ja? Oh Gott, von wo kommt der? Von da. Okay. Wie zieht man denn? Irgendwas ist hier auf dem Boden. Einfach. Ich muss auch schießen. Ich bin dabei.
Ah, manuelles Nachladen, großartig. Ich bin auch gleich tot. Kann man hier irgendwie laufen oder so? Oh, ist das, oh Gott, irgendwas ist hier auf dem Boden. Was? Ich stand doch gar nicht in der Position. Ja, jetzt bist du trotzdem. Ich glaube, man sollte die gar nicht. Ja, ich glaube, man sollte die gar nicht treffen. Okay, okay. Ist das jetzt, dass wir hier voll. Ich glaube, ich war kotzen. Oh, my head feels like it's gonna explode. Ist das schlecht. Ja, gut, im Himmel.